bei der 1400 an. 1, 22, 60, weißt du an? Spiel das noch die Zeit von Tobi Meyer dann. Kannst du schon mal gucken über die 1400 an? 1600 an. Widmen, wo jetzt Wolfgang unheimlich viel noch gearbeitet hat, zum Beispiel komplett geschlossener Unterboden, das war eine der Maßnahmen. Giro Pisano 1, 19, 28. Damit ist er dann der Maßstab der auf dem Lichtberger Golf 16. Als Schottenring. Jetzt eine Gesamtwertung hinter Mario Hinzberger, die Corrado, Rolf, Silbertau. Ja, Webbuck, 1.18.025, sondern jeder sucht sich eine freie Position, weil du ja im freien Fahren eigentlich die schnellste Zeit fahren kannst, oder vielleicht ein bisschen im Windschatten, aber dann nicht dann, wenn du direkt attackierst, kostet nur Zeit, also es ist sehr, sehr gut gegangen und es ist sehr gut angenommen worden, ganz speziell in Hockenheim, wo wir dann auch unsere Mitglieder ver- und dann warten wir auf die ersten Zeiten. Also, Schwörs unterwegs, auf der Piste unterwegs. Von der Zeit, die wir gleich ablesen können werden. Und Mario Fuchs torpediert hier die Zeit und fährt unglaubliche 1.11.17. 1.11.17. Also. In etwa an Leistung abgeben, Front angetrieben. Als Bossi oben ein BCM 30 spektakulären Leute. Im Moment noch nicht. So, Bob Kellen, 1.21, 41. 5 cm, 1.24, 37. 1.24, 37 für die Startnummer 175. 1.32, 68. Steve Büchler, 1.37, 31. Ganz vorne aber Bob Kellen mit 1.21, 41. Dann Rossi mit 1.22, 56. Fernandes 1.24.37. Stief Zimmer, Stief Bügler, die weitere Reihung. Den Luxemburger Wertung. Ja, dann wird es ganz spannend mit den drei Fahrern. Schauen wir in die Mitsubishi. Also, kurzen Weg will ich mal sagen, der wird jetzt quasi dann doch dann nach links, wenn du da relativ rasch dann parken können. Gibt Feuer, Bergrunde, lass mal ein bisschen weiter unten aus die Bremse rein. Wenn hier runterkommt, ist ja okay. Roland Herget, Albert Vogt und die Geschelle und der Leiter der Streckensicherung, Björn Hoffmann. Ja, meine Damen und Herren, liebe Bergrennsportfreunde, offizielle Information vom Rennleiter, vom Steffen Hofer. Streckenposten hat sich wehgetan und muss hier von der Strecke gebracht werden. Es ist nichts Schlimmes passiert, aber es gibt eine kurze Unterbrechung und Sven
der Krankentransportier die Strecke verlassen hat, dann wird auch sofort fortgesetzt. Wir hatten den Unterbrechen während der Klasse bis 1150 Kubikzentimeter. Und noch aufsteht Jürgen Hisberger auf dem 427. Und Thomas Bröschel ist momentan Dritter mit 1.15.28. 1.15.28 für Thomas Bröschel, für Tobi Stegmann 1.14.48. Der Strecke ist aber weitergefahren, allerdings die Strecke. Vor Tobi Stegmann, vor Jürgen Schneider. Jürgen Schneider hat eine 1.14.66 erzielt. Franz Weißdorn, Viertbester. 2021 war er in der 2. Klasse insgesamt 9. und in der Karriere 3. Der ja auch schon Erfahrung hat mit Rennsportfahrzeugen. Und der 2019 den ganz großen Clou gelandet hat mit dem Gesamtsieg am Glasbach im Nassen bei einem EBM-Lauf. Lars Heisel, Ralf Palik, Rainer Schönborn, Werner Weiß. Vierter nach 1.09.50. Also alles super eng beieinander. 0,4 Sekunden. Was? Ja, wir warten auf die Zeit von Michael Bodenmüller, 21.19, ich glaube, es war nicht ganz so rutschig gewesen. Die Kopie auf dem Gerrin. Geil! Ich komme nicht. Alexander Sohm 1.13.72. Die waren ja auch mal in der Weltmeisterschaft ganz gut dabei. Und dann André Schröers. So, jetzt schauen wir mal wieder auf den Start. Also Power hat das Ding. Gruppe CM. Also die 500 Kilo leichten Renngeräte angetrieben. Ja, jetzt geht jetzt ein bisschen durcheinander, aber mein Gott, der Fokus ist. So ein bisschen Hang immer hat zum Driften. Ich bin gespannt, ob ihr so viel das gewesen wird. Der Stiftsmann ist unterwegs. Versetzen möchte diesen Fatiscott RS 2000, damit sie aber sicherlich gerade euch draußen die Defense an der Strecke viel Spaß bereiten dürfte. Ja, und er ist unterwegs, Andy Heinrichs mit dem Opel Vibe Corsa RR16 Ventilwerk, wie er so ganz offiziell komplett ausgesprochen heißt, dieses Fahrzeug.
Schenker, der nur knapp hinter ihm zu finden ist, nämlich genau 108.000 Sekunden zurück. Der Philipp Hartkämpfer könnte morgen ja ein hochinteressantes Duell der beiden werden und den größten Pokal in der KW-Abfahrt auf die Sonderwertung, praktisch dem Rennen mit den roten Startnummern. Warten noch auf eine definitive Meldung von der Rennleitung über das Geschehen auf der Piste. Dass die Jungs heute sehr, sehr gefragt sind und im Mittelpunkt stehen, nämlich die Jungs von der Crew Knüppel Motorsport. Das sind die Reifenexperten mit Spitzenservice an den Rennpisten der Amon und Michelin. Und klar, vielleicht hatte ich ein Angebot, das gibt es auch im Internet, aber was an die Rennstrecke kommt, das ist das umfassende Fachwissen und die Kompetenz aus mehr als 5 Jahrzehnten Top Motorsport. Felgen im Motorsport und auch ansonsten kommen von BBS, vom BBS Motorsport ganz im Speziellen mit individuellen, mit komplett geschmiedeten oder mehrteiligen Rädern und die sind alle technische Meisterleistungen aus Alu oder aus Magnesium. Dankeschön an den DMV, an den Deutschen Motorsportverband. Er ist für uns nicht nur ein Sponsor, sondern ist auch ein Kooperativpartner, ein Rennbegleiter zugleich. Es ist der Verband mit den unverwechselbaren Markenzeichen, Vielseitigkeit, Flexibilität und Engagement. Das macht man im Breiten, im Nachwuchs und im Spitzensport. Ja, Infos, wir werden die heute weitergeben. Ja, Social Network, digital, online. Es gibt aber immer noch Liebhaber von Printmedien, weil die einfach was Gedrucktes in der Hand haben wollen. Und für alle die, die das bevorzugen, da gibt es Sportauto. Sportauto, das ist die Zeitschrift des Sport und Autos in Sportauto-Ausgaben. So, und jetzt warten wir mal ab, was uns der Steffen Hofer als nächste Botschaft schickt, wenn er fertig ist mit Verhandeln oder mit dem Gespräch mit den Fahrern. Wie wir jetzt damit umgehen, mit dieser 15-minütigen Pause von Jaro jetzt schon ein paar Minuten rum sind. Sobald es dort definitiv Neues gibt, werdet ihr es erfahren von Timo oder von mir, wer halt zuerst die Info bekommt. Liter Auto hat nur, also mit dicken Anführungszeichen, nur 420 PS zu Ende mit dem Gaspedal. Die ganzen Rennkampfversionen. Ja, und Alexander Sohm, 1.17.78. Fiesta ST. Oh,